Und damit hallo und kommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Elmar und ich begrüße euch herzlich bei der nächsten Folge zu Simon the Sorcerer. Und diese Folge hat mir sehr viel Energie gekostet, hat mich sehr viel Energie gekostet, weil es gibt einen Screen, auf dem wir waren wir noch gar nicht. Nein, hier wollte ich nicht hin. Weiter. Nutzkarte. Hier mit. Ich glaube, damit wäre schneller. Uns fehlen ja, wie wir das letzte Mal festgestellt haben, die Zauberwörter, um einen Zauberspruch mit der Hexe oder ein Zauberduell mit der Hexe zu machen, fehlen uns die Wörter. Und um diese Wörter zu bekommen, müssen wir mit einem Baum reden, den der Holzfäller schon markiert hat. Und diesen Baum haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, weil ich immer dachte, hier wäre der Weg. Aber ja, habe ich relativ lange für gebraucht, um eine Dokumentation zu finden, in der das vernünftig aufgezeichnet war. Ich glaube, hier ist auch weiter nichts. Und an den Baum kann ich mich 0,0 erinnern. Sieht aus wie eine rosa Farbmarkierung. Wo starrst du hin, Junge? Du kannst sprechen? Gib dem Jungen eine Zigarre. Das ist verblüffend. Nein, es ist nur Magie. Welche Art Magie? Nur der normale Kram. Es gibt viele Arten von Magie um uns herum. Und darum ist es so kalt. Die Magie hat sich verändert und hat sich in einen fortwährenden Winter verwandelt. Mhm. Ich bin ein mächtiger Zauberer. Du musst ja eine Menge über Magie wissen. Kennst du irgendwelche Magie? Nun, ich habe vereinzelte Wörter aufgenommen. Ich kann mich nicht erinnern, wofür sie stehen. Mhm. Schieß los! Erzähl sie mir! Hinweg. Das wird teuer, fürchte ich. Scheinbar muss ich immer nur Botengänge erledigen. Jeder hat so seine Qualitäten. Was willst Schön du? Schön selbstironisch. Schau dir diesen rosa Fleck an. Oh ja? Er ist gemalt. Oh ja? Es bedeutet, dass mich dieser Schuft von Holzfäller heute noch fällen wird. Wir haben ihm noch die Axt besorgt. Das ist ja furchtbar. Wenn du die Farbe abbekommst, dann verrate ich dir ein paar magische Wörter. Okay, das klingt fair. Vielleicht bekommst du beim Händler in der Stadt etwas Terpentin. Okay. Beeil dich aber. Ich bin schon unterwegs. Wie ihm die Nase läuft hier. Den Kram in der Stadt haben wir ja schon gekauft. Oder? Ich glaube, das hier war das, der weiße Geist. Aber wir könnten auch einfach den roten Fleck raussägen. Rosa. Das geht doch so nicht. Ah. Wetten? Oder wir brennen ihn raus. Das geht doch so nicht. Na gut. Aber da war ja ein guter Tipp, wie man das machen kann. Da. Deine Probleme sind gelöst. Ich bin dir ja so dankbar. So, und jetzt zu den magischen Wörtern, okay? Aber Vorsicht, ich weiß nicht, was sie bewirken. Was ist denn das? Simsalabim.
Hokus Pokus, Abracadabra und Würstchen. Würstchen? Jo, das ist ein äußerst mächtiges Wort. Langsam glaube ich werde verschaukelt. Immerhin werde ich nicht mehr gefällt. Hat hier irgendjemand rosa Farbspray? So, jetzt haben wir offensichtlich die Wörter der Macht gefunden, gehört. Jetzt versuchen wir uns nochmal an der Hexe. Ich bin zurück, du warzige Schrulle! Lass uns anfangen! Was muss ich tun? Du wirst den Dreh bald raushaben! Hä? Fertig! Ich mache mir langsam so meine Gedanken über die ganze Sache. Zu spät! Ich habe nichts zu verlieren. Simsalabim! Unentschieden! Pokus, Pokus! Es steht 1-0 für mich! Würstchen! Unentschieden! Abracadabra! Es steht 2-0 für mich! Simsalabim! Unentschieden! Ganz habe ich's noch nicht verstanden. Abracadabra! Es steht 3-0 für mich! Ich gewinne! Ich gewinne! Das ist einer für die Hexen! Nun, was ist mit dir? Ich mache mich leise aus dem Staub, wenn's dir passt. Und komm nie wieder! Hast du ein Glück, dass ich schon gegessen habe? Ich hätte sie nehmen können. Ich hab gedacht, dieses eine Mal lässt du sie. Hat die eine richtige Reihenfolge? Okay, runzlige alte Tante, ich bin zurück. Du willst Revanche, was? Und ab! Letztes Mal hattest du nur Glück. Ist gut. Ich habe mir sowieso schon überlegt, ob ich dich überhaupt gehen lasse. Fertig. Okay. Okay, am Anfang verwandelt die sich in so eine Schlange oder was das sein soll, glaube ich, ne? Hier Hokus Pokus. Nee, macht sie nicht. Es steht 1-0 für dich. Was? Wow. Okay, dann machen wir jetzt Simsalabim. Kann man nicht richtig. Es steht 2-0 Doch, für richtig. Dich. Wow. Okay, dann mache ich jetzt Abracadabra. Nee. Das war falsch. Es steht 2-1 für dich. Normalerweise verliere ich sowas immer. Wenn es 2-0 steht, dann mache ich den Rest falsch und verliere trotzdem noch. Das ist immer so. Simsalabim! Unentschieden! Pokus, Pokus! Es steht 3-1 für dich! Wow! Gut gemacht! Okay. Heißt das, ich gewinne? So! Ganz habe ich es nicht verstanden. Nun weißt du, ich habe gewonnen. Ich nehme dann schnell meinen Preis und verschwinde. Hä? Daran erinnere ich mich, ja. Nun, wer hat gewonnen? Keine Drachen?
Habe ich gesagt, keine Drachen? Ich glaube, das hattest du erwähnt. Ich gebe dir die Chance, dich zu verteidigen. Sonst wäre das nicht gerade fair. Was ist das gegen einen Drachen? Fordere mich wenigstens heraus, bevor ich dich... Ich dachte, Würstchen wäre die Maus gewesen. Das war Abracadabra. Abracadabra! Piu! Das muss mein Glückstag sein. Außer, dass ich eine schreckliche Sehnsucht nach Käse habe. Okay. Oh, sie hat noch was gesagt. Moment, wie komme ich hier raus? Wo bist du, Mausi? Mausi! Ich glaube, er will da bestimmt nicht wieder rein, aber ich möchte trotzdem mal gucken. Wenn ich dich zu ver... Die Tür geht nicht auf. Der Drache scheint sie zu blockieren. Hilfe! Ich stecke hier drin fest! Ich weiß nicht, wie man sich zurückverwandelt. Wo bist du, Mausi? Mausi! Jetzt haben wir alles gehört. Hilfe! Okay, dann jetzt zum Turm. Jetzt haben wir den Besen. Daran kann ich mich auch erinnern, an das Geräusch. Dass der so angetreten werden musste, das fand ich damals auch sehr lustig, ja. Da habe ich wohl etwas zu viel Gas gegeben. Ah, passiert. Okay. Die sind magisch und physikalisch versiegelt. Natürlich. War hier? Ja. Das ist ein kleiner Spalt in der Tür. Kann ich noch mal Abracadabra machen? Das geht doch so nicht. Dann muss ich hier das benutzen. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Jetzt auch nichts, um den Spalt größer zu machen. Ein Keil. Das geht doch so nicht. Einschlagen und dann mit dem Hammer drauf, bis die Tür kaputt ist. Ich bin ungeduldig. Gleich wieder da, einen Moment. Okay, wäre ich vielleicht drauf gekommen, aber aus lauter Verzweiflung. Verzehre. Da steht, trink mich drauf. Verzehre. Hier unten ist ein kleiner Spalt in der Tür. Wie geil, dass man sein ganzes Inventar dann da zurücklässt. Das ist ja gut. Hallo, das ist mein ja Junge. Richtig gut. Wie bist du hier hereingekommen? Wirklich? Oh, ich verstehe. Hey, lass mich runter, du ekliger Typ. Was ist das für ein Geruch? Denke dran, dass ich zu Hause dein Futter wechsle.
Du hast einen Killer-Haarball hier. Ich nehme es mal an mich. Hä? Haarball? Das war ekelerregend. Oh, jetzt ist man hier noch im Garten. Wie cool ist das denn? Das ist ein Ahornblatt. Nimm mal mit. Okay. Hier ist ein Eimer, ne? Ja. Achso, ja, der ist hier ja durchgerostet. Da liegt ein Zündholz drin. Ich nehme es lieber mit. Sah komisch aus. Ja, eventuell ist es abgestürzt. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Oh! Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich lade neu. Okay, vielleicht. Nee. Was war da? Ich glaube, hier war irgendwas mit den Animationen. Nicht gut. Okay, ein Zündholz. Was? Noch was? Eimer. Wahrscheinlich wieder was vergessen, aber das würde ich dann so eh nicht finden. Ich glaube, ich bin in einem gigantischen Garten. Ja, oder in einem normalen Garten, gigantisch kleinen, man weiß es nicht. Ein Wasserhahn. Ein mit Rost überzogener Wasserhahn. Hier ist die Armatur zum Öffnen und das ist der Hahn selbst. Er wie Messing aus. Ich muss sagen, dieser Teil ist nicht so hübsch. Er sieht irgendwie komisch aus, weiß ich auch nicht. Farben. Da kann ich doch bestimmt das drauf, oder? Das geht doch so nicht. Sehr schön. Ich lasse es hier. Das ist zu groß zum Aufheben. Kann ich jetzt hier drauf? Kann ich jetzt das Streichholz... Als Ruder... Ah, nee, warte mal. So. Das geht doch so nicht. Und so, so, das so. Das geht doch so nicht. Ich dachte, vielleicht könnte man aus dem Blatt und dem Streichholz und dem... Das geht doch so nicht. Ruder machen. Ja, man braucht das Band nicht dafür. Nein, man macht ja auch ein Segel daraus. Das geht doch so nicht. Nur Boot noch, ne? Er benutzt Boot. Ah, okay. Das sieht wieder toll aus. Ich bin gestrandet. Nicht genug Wasser, um die Pfütze zu überqueren. Okay. Also ich kann das Boot nicht mal mehr benutzen. Ich kann hier auch nirgendwo hingehen. Ihr seht es ja kurz blinken, immer wenn ich klicke. Ich kann wieder zurück. Keine Ahnung. Ah. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Ich wollte anschauen, aber
Das sind doch wahre Prachtexemplare ihrer Gattung. Mhm. Ich gehe nochmal zurück. Ich muss sagen, das nervt so ein wenig, dass man nicht so richtig erkennen kann, was interaktive Objekte sind. Ja, natürlich. Okay, jetzt langsam hat man das so ein bisschen im Auge. Der Stein ist mir jetzt beim zweiten Mal dann doch aufgefallen, dass der anders aussieht. Ja, alles halt schön in den Hintergrund integriert. Manche Adventure, da sieht das ja, sieht man sofort auf den ersten Blick, was auch nicht so schön ist, ne? Was interaktiv ist. Wofür ich den Stein allerdings brauche, wüsste ich jetzt auch nicht. Noch mehr? Kann ich hier zurück? Da ist ein riesiger, fleischfressender Nager drin. Ich komme raus. Okay. Blatt sieht auch komisch aus, ne? Das sieht aus, als wäre es das nur raufgezoomt. Das ist irgendwie nicht gezeichnet. Okay, kann ich den aufmachen? Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Okay, wie nennt man das denn sonst? Mann. Macht was das mit dem Wasserhahn? So man öffnet nicht. Ihn nicht, sondern... Kann ich hier mich hier irgendwie rüberschwingen? Oh, kann ich? Es ist mit Rost überzogen. Ah, wir müssen den aufmachen, damit hier mehr Wasser reinfließt, damit wir da rüberkommen. Oh, okay. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Gut, es ist jetzt rein. Ich habe sie zu Öl geschlagen. Ach klar. Da kann man auch so dran. Kann. Das ist gut gemacht. Das finde ich. Ja, nach der schönen Animation bin ich auch nicht mehr böse um dieses komisch skalierte, kopierte Blatt. Das sei. Ah. Ah. Was? Das geht doch so nicht. Okay. Der Wasserstand hat sich jetzt nicht verändert, aber hier schon. Hoffe ich. Ja. Oh, jetzt drehe ich mich sogar um. Was sind die denn? Das ist eine Figur. Okay. Ist das der Druide? Oh! Puh. Hey, ich lebe noch. Aber wo zur Hölle bin ich? Mist, ich bin im Frost. Okay. Kann ich mit ihm sprechen? Nicht schon wieder! Ah!
Lass mich raus! Okay, ich dachte beim zweiten Mal wäre es anders. Okay. Eben mit Stein auf die Nase. Nicht schon wieder! Okay, das war's also auch nicht. Kann ich die abbrechen, die Animation? Ja. Also den Frosch, egal was wir da machen. Mit dem. Moment. Eine kleine Kaulquappe schwimmt da drin. What? Okay. Hier, guck mal. Nicht schon wieder. Ah. Lass mich raus. Okay. Ich bin zu ungeduldig. Ich gucke mal gerade nach. Okay. Habe ich eben, glaube ich, nicht versucht. Bin mir nicht sicher. Mhm. Mach den Weg frei, oder die Kaulquappe stirbt. Entschuldigen Sie mich, ich muss hier vorbei. Okay. Mach den Weg frei, oder die Kaulquappe stirbt. Ich glaube, ich hab's ihm gezeigt. Bye bye, kleiner Freund. Ah, sehr gut. Das war schon fies, aber es wird dann dadurch entschärft, dass er halt sagt, okay, bye bye. Hm, Pilze nehme ich natürlich immer mit. Aber Moment, vielleicht sollte ich vorher schauen. Das ist ein magischer Pilz mit den Worten, iss mich darauf. So, dann. Ching. So, ich dachte, das wären auch noch andere Pilze. Dem ist aber nicht so. Da gehen. Ja. Nur eins. Das habe ich bereits. Ach so. Hieran kann ich mich auch erinnern. Ast. Schau den Ast an. Das ist ein Ast von einem Baum. Das kann man mal machen. Ich echauffiere mich ja gerne über Adventures, die halt bei der Artikelbeschreibung, bei der Objektbeschreibung halt sehr sparsam sind. Schaut mal eine Lampe an, sagt der Protagonist, das ist eine Lampe. Schaut mal eine Tür an, das ist eine Tür. Man kann sie öffnen. Wenn man das ein-, zweimal so wie hier macht, finde ich das nicht schlimm. Simon macht das öfter, aber normalerweise gibt es immer irgendwas Lustiges zu sagen oder aber was zum Rätsel oder der Weltbildung gehört. Und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, für mich in Adventures. Ach, der unten. Ein Ast ist immer gut. Das weiß jeder Adventurer. Oder nennt ihr euch Point-and-Clicker? Oder Adventurier? So, öffnet die Tür. Zurück. Bestimmt was vergessen, ne? Sieht aus wie ein Erdbeben. Das ist ein Mimik? Oh meine! Das
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hau ab. Was nochmal? Ich hoffe, dieses Ding ist verschwunden. Okay, man muss hier also... Ich werde mich diesem Ding auf keinen Fall nähern, solange wir keinen Plan ausgearbeitet haben. Ich werde mich diesem Ding auf keinen Fall nähern, solange wir keinen Plan ausgearbeitet haben. Okay. Ich glaube, ein taktischer Rückzug wäre im Moment nicht das Dümmste. Dann muss es wohl der Ast sein. Ich hoffe, dieses Ding ist verschwunden. Der Stein macht irgendwie mehr Sinn für mich, aber... Ah, okay. Nee, so gesehen. Der Ast steckt in seinem Maul. Willst du mitnehmen? Ich würde es lieber nicht anfassen. Okay, dann. Er würde, glaube ich, gerne, dass wir den Ast rausnehmen, aber dann greift er uns bestimmt wieder an. Schild ist hier, hier geht's nach oben. Okay. Ich denke, hier werde ich mal speichern. So. 16. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also gefühlt würde ich sagen, sind wir fast zu Ende, weil uns ja auch Inventar und so weiter genommen wurde. Sind wir fast am Ende. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können wir gleich die Tür aufmachen und kriegen es auch wieder. Es fühlt sich nach Ende an. Und ich kann es nicht genau sagen, weil die Komplettlösungen sind ja immer so ein bisschen anders strukturiert. Also wir sind auf jeden Fall im hinteren Teil. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein wenig schmunzeln können, ähnlich wie ich. Und ihr habt Lust, beim nächsten Mal wieder zuzuschauen. Bleibt vernünftig und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.